Ja, ist geil, wenn man so zack, zack, zack. Bang, ba, bang, bang. Bam, ba, bam, bam. Komm, dann zuerst die Deutsche, oder? Okay. Bock auf Deutsch. Okay, let's go. Let's change it up. I come. My darling, I come. I come. This is getting a little bit interesting. Ah. Don't kill yourself, honey. Okay, also was machen wir jetzt? Wir reden mal über Trapeztampen jetzt hier, ne? Es ist dein Video, ich bin Gast. Okay, warte, ich muss mir Konzept noch überlegen. Ich überlege mir kurz Konzept. Okay, cool. Warte. Warte. Konzept kommt. Kommt noch Konzept besser. Lädt. Wer okay. einen Daumen zu viel macht, hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Was war denn das Thema nochmal von deinem Video? Für Finne, welche Variotampen geiler sind. Okay, wir machen dasselbe. Selbstverständlich die teuren, aber wir müssen halt... nee, okay, warte. So eine Scheiße. Oh Gott, wir haben gerade schon ein paar Produktvideos gedreht und wir haben kein Konzept. Du hast kein Konzept, in meinem Video war ein Konzept. Ich muss mal wirklich kurz überlegen. Am einfachsten wäre es, wenn die Leute einfach kaufen. Weißt du? Ja gut, aber was soll ich da sagen? Naja, irgendwas Geiles. Okay. Nee, doch nicht. Das macht mich auch verrückt, okay. Dass die da hinten gleiten, ey. Okay, nee, ich mache dasselbe Konzept wie du. Ich kopiere einfach euer Konzept. Ja, okay. Okay, Leute, also wir haben hier ein ganz besonderes Konzept uns überlegt. Und zwar, welche Trapeztampen von Point-7 die besten sind fürs Finne-Windsurfen. Mensch, was für ein da tolles, haben wir doch ein Konzept. Was für ein tolles Konzept. Und dabei werden wir natürlich auf die Unterschiede zwischen den normalen Vario-Trapeztampen und den F1ern eingehen. Yep. Von Point-7. Das ist so der Premium-Shit. Die sind auch richtig geil, aber kosten die Hälfte. An meiner Seite ist Herr Nils Bach. Hi. Ach, wir machen den italienischen, warte. Ist das italienisch? Ich weiß es nicht. Oh Mann, okay. alright. Ja, cool. Ja, gut. Sag doch mal was. Ja, was ist denn besser? Also ich sag mal, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, ja. Die Trapeztampen von Point-7 sind generell so mit die besten, die es am Markt gibt. Bevor ich gesponsert wurde von Point-7, habe ich mir die gekauft, weil das so mit die einzigen Trapeztampen waren, wo ich das Gefühl hatte, oder die ich kannte zumindest, es gibt bestimmt jetzt irgendeine Geheimmarke wieder aus Timbuktu, weißt du, wo die dann nochmal besser sind. Aber das waren die einzigen, wo ich gesehen habe, okay, die kaufen erstens die Profi auch. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Schaut doch mal in den PWA-Rennen, wer alles blaue Trapeztampen fährt. Ja, ja. Ihr werdet überrascht sein. Ja, nee, das kaufen sich echt viele, auch wenn sie nicht von Point-7 gesponsert sind, weil die Dinger nicht so schnell verschleißen wie bei anderen Marken. Das ist bei beiden der Fall. Bei denen ist es ganz besonders der Fall. Die habe ich jetzt seit ich bei euch bin eigentlich, wie lange bin ich schon bei euch? Das ist auch das erste Paar, was ich fahre seit 1,5 Jahren jetzt. Kein Verschleiß, also die sehen wirklich fast aus wie neu, die Dinger. Ja, hier hast du ein bisschen mehr Verschleiß, aber was sind denn die fahrtechnischen Unterschiede? Und dann gehen wir auch so ein bisschen vielleicht auf Technik dies-das ein. Ja, also erstmal... Das schlechteste Video, was ich hier gedreht habe. Es wird echt cringe. Ja, egal. Also erstmal, diese hier sind speziell zum Vollen entwickelt worden. Ja. Und da war einfach der Anspruch, oder ich sag mal, das, was besonders anspruchsvoll bei den Volltampen war, war eine sehr... Ach, ich kann auch nicht mehr reden, Alter. Es ist einfach... Also was bei diesen Trapeztampen... Oh Gott, Alter, okay. Ich muss mal eben... Sorry. Ich kann nicht mehr. Das ist Real Talk. Das ist Real Talk, keine Absicht halt, ne? Nee, es geht nicht mehr. Das ist das 7. Video, was wir hier drehen. Oh Mann, ich kann die gleiten nicht mehr. Ja. So, also jetzt komm, hier zur Sache. Also Trapeztampen. Die wurden entwickelt fürs Foilen. Genau, weil Trapezvolltampen, Alter. Was ist das? Weil sehr lang, genau. Alter. Ich schaff's nicht. Come on! Volltampen. Alter. Die Leute rasten. Ich kann nicht. Die Leute rasten doch raus. Das guckt sich doch keine Sau an. Ich kann nicht mehr, das musst du rausschneiden. Nein, Alter, wir müssen. Ich halte mal das Mikrofon, vielleicht hilft dir das. Okay. Nee, also beim Vollen sind die Tampen ja jedes Jahr eigentlich länger geworden, die letzten Jahre. Ja. Nein, so ich weiß nicht warum. Und was da besonders anspruchsvoll ist, dass die Trapeztampen einen großen Verstellbereich haben, ja, aber dabei gleichzeitig steif genug bleiben, weil du hast natürlich, wenn du längst, dieser ist noch relativ kurz, aber es wird ja eigentlich, jetzt hör doch mal auf zu lachen. Ja, weiß ich nicht, Alter. Aber bei den PWA-Fahrern wird ja inzwischen eigentlich, fährt fast jeder über 40 Zoll, ja, bei den Volltampen. Und da ist es halt nicht so einfach bei dieser Länge, dass die noch steif genug bleiben, aber gleichzeitig einen Verstellbereich haben. Junge, jetzt hör doch mal auf! Ja, Entschuldigung! Ja, es ist nicht einfach, aber ihr habt es geschafft. Oh. Dafür sind diese Tampen da. Ja. Oder können wir abkürzen, weil ihr habt diese Stabilisierungsteile. Alter, das können wir nicht hochladen. Doch, das können wir schon hochladen. Mann, wir können ja noch einen seriösen hinterher machen. Naja, also ihr habt es auf jeden Fall geil hinbekommen, die Dinger wackeln nicht. Es ist, ich kann nicht mehr, es ist, die Dinger sind mega stabil nach der Halse, du hast wirklich Performance-Vorteile. Ich weiß nicht, was falsch ist. Leute, das wird jedes Video schlimmer. Das ist jetzt echt das 7. Video, was wir drehen. Wir müssen danach noch das verkackte Trapez abdrehen. Trapez und dann haben wir noch 18 Excel. Oh, nee, oder? Wir machen heute keine weiteren Produkte. Nee. Wir müssen dann aufs Wasser. Okay, jetzt sag doch mal ehrlich, was fährst du denn lieber? Machen wir das doch kurz. Also die habe ich das ganze letzte Jahr gefahren. Ja. Und die fahre ich lieber. Okay. Und zwar, weil der einfache Grund, mit einer Hand musst du das Ding abziehen und halten, mit der anderen musst du hier drücken. Ja. Und mit diesen brauchst du nur eine Hand. Das ist sehr viel weicher, du ziehst hier und schwupp, schwupp, Tag, schwupp, schwupp, fertig. So. Wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, was für ein Trapeztampen soll ich kaufen und ihr aus diesem Video nicht schlau geworden seid, was nicht unwahrscheinlich ist, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden in der Wind Lounge. Wir machen sehr gerne auch sehr seriösen Customer Service und gehen voll auf eure Bedürfnisse ein. Selbst auch bei kleineren Produkten wie jetzt ein Trapeztampen, ne, nehmen wir uns die Zeit. Schreibt uns einfach. Ansonsten ja, findet ihr alles in unserem Online-Shop, ist unten drin verlinkt. Naja, in diesem Sinne, also was war jetzt nochmal die Krux? Alter, ich kann jetzt nicht noch eins drehen. Der ist besser. Der hier ist besser für Dings, ne? Der ist günstiger, der ist besser. Okay, haben wir's. Tschüss! Alter, das war so schlimm. Das war so schlimm. Ey, und ihr müsst abonnieren und Daumen nach oben geben. Was? Noch ein. Steh noch mal bitte auf, einmal fürs Video noch. Oh. Was tippst du, wie viele Trapeztampen verkaufen wir wegen diesem Video? -5. Nee, sag mal ehrlich, was tippst du? 10. 10? Keine Ahnung. Alter, 10 ist eine Ansage. Wenn wir das wären, da müssen wir mehr davon machen, dann aber von solchen Videos. Aber ich fühle mich jetzt schlecht, weil die Dinger halt echt geil sind und wir einfach nur Scheiße gelabert haben. Das ist echt Müll. Ja, wir müssen noch mal ein seriöses Video dazu machen. Da fährt gerade einer ein Jetski hier rein. Warum? Mit einem Tesla? Ey, ich bin so happy. Das war das beste Video. Das war so scheiße. Ich muss irgendwie seriös wirken, Alter. Mann, Junge, aber das ist wirklich krass. Wir sind ja echt seriöser als in diesem Video eigentlich. Ja, das ist ja das Schlimme. Okay, machen wir auf Englisch das Ganze jetzt noch? Ich kann nicht mehr. Noch einmal auf Englisch. Nils, welcome to the English Wind Lounge YouTube channel. Thank you. Today we are going to talk about these beautiful two harness lines. I'm happy to be here. Yeah. I do the sales for Point-7 in case anyone was wondering. No, actually nobody was wondering. We just filmed 7 or 8 product videos. Yeah, it's getting a bit much. Yeah, we have the last one. No brain capacity left. Yes. The question is... Oh, was ist die question? What is the question? Welche Fässer für Finne sind. The question is, which of these two harness lines is better for fin sailing? Since this, you know, is marketed as a dedicated foil. Ich kann nicht mehr. Since this one is marketed as a dedicated foil harness line. Mm-hmm. And with this one, of course, you have the advantage that it's very smooth and you only need one hand to adjust the length. And I really like this as well for fin windsurfing. There's the theory by some people that this one is a little bit easier to adjust if you want like only like a tiny little adjustment, like half a centimeter. But I really have to say I don't really feel it because I just got used to this. And if you get used to it, that it's a little bit softer and if there's a lot of pressure on it, that it pulls fast. You just need to get used to it, I think. And then I really, really prefer this one. Okay. Because it's just a one harness line solution and I don't need to change any harness lines and they last really long, so yeah, I think it's a great product. How did you manage to explain this so serious? Because I kind of want to keep my reputation.